Jop, der White Doctor ist wieder hier und wir sind immer noch im Krieg gegen böse Menschenföderation von Beans und die WL517 Paitianer, die mit unserer Lebensart nicht zufrieden sind. Die wollen uns an unsere Freiheit und das müssen wir verhindern. Erstmal verteidigen wir Zeta Gruis mit überhaupt nichts, was bedeutet, dass wir eine Niederlage kassieren. Aber wir können jetzt verteidigen gegen feindliche Schiffe. Ja, Transportarmada. Tatsächlich, hier haben wir tatsächlich auch mal eine größere Anzahl an Schiffen in der sogenannten Armada, statt bloß ein einziges. Aber die weil es nur Transportschiffe waren, haben sie sich sofort zurückgezogen. Und leider sind wir noch zu weit am Anfang des Spiels. Später haben wir groß genug Feuerkraft und Reichweite, um Schiffe, die so nah bei uns rauskommen, sofort zu vernichten. Aber jetzt haben wir leider in den meisten Fällen Pech. Wären das unsere Träger gewesen, wären die schneller gewesen und wir hätten sie erledigt, aber hey. Zumindest wurde der Angriff zurückgeschlagen. Ah ja, aber wieder einer unserer Planeten wird bombardiert. Ja, dafür können wir jetzt, ja, überall bauen und wir haben ein neues System erforscht und Schluss. Aus Ende. Praktisch, weil jetzt kann ich nämlich dieses kleine Schiff hier hinschicken und wir haben trotzdem noch Vorwarnung hier. Das ist auch alles, was wir damit machen müssen. Und der Planet ist total nutzlos. Na egal, der ist sowieso so weit im Abschuss. Ist keine Grenze und sonst was, also nutzlos wie ein drittes Bein. Und hier werden gerade immer mehr Schiffe im Marsch geschickt. Ah, drei Runden noch. Hm? Und wie sieht's hier aus? Darlok. Naja, stimmt. Für die war es wahrscheinlich nicht. Also, ach, stimmt. Das ist dumm. Ich habe wahrscheinlich ein Kolonieschiff gebaut auf einem Darlok-Planeten und hier hingeschickt. Und was für uns Meckler Gelb 1 ist, ist für die Darlok wahrscheinlich was ganz anderes. Wir könnten kann uns das, glaube ich, hier. Ah, wie war das nochmal genau hier? Der Planet hieß Muveloru und wir können uns das hier sogar angucken. Wie war das nochmal genau? Innerhalb Grenzen. Wir gehen zu Muveloru und wir können uns nämlich jetzt hier sehen. Das ist immer aus der Sicht von der Leute, die da gerade drauf leben. Und für Meckler ist es Gelb 1, das ist die normale Sicht vom Imperium aus. Und für die Darlok, die die KI da draufgeschmissen hat, ist Rot. Ihr habt das erklärt, warum wir die Kolonie noch nicht haben. Ich sag's ja, Freunde, die KI, die ist, oh Gott. Ich sag immer nur, gut, dass die KI auch den Feind behindert und nicht nur mich, sonst hätten wir hier ein echtes Problem und nicht bloß ein Ärgernis. Das sind immer so kleine Sachen. Also was ganz Simples. Wir haben ein Schiff voll mit Darlok-Leuten und die KI setzt sie stur auf der Welt ab, für die sie am wenigsten geeignet sind. Das ist sowas von typisch. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da noch aufrege. Ah. Ansonsten ist alles okidoki. Machen wir weiter. Ja, jetzt sind hier 10 Schiffe. Noch mehr Transporter. Ach ja. Und jetzt hat die Föderation es nicht mehr ausgehalten und eine Armee in den Einsatz geschickt. Die sogar leicht stärker ist als unsere. Weil unsere zum Teil ja eigentlich nur aus Milizen besteht. Ich spiele mal lieber hier Guerilla. Und mit geringer Kampfintensität. Naja, und sie haben natürlich, schlau wie die Menschen nun mal sind, ihre Stoßtruppen und ihre mobile Infanterie auf dem Planeten abgesetzt, der nicht nur leichter anzugreifen ist, sondern wo auch unsere mobile Infanterie nicht gerade steht. Also geht's Milizen und Infanterie gegen den Feind. Ha, gut, dass wir so ein freiheitliches Land sind, Sternenimperium sind. Aber unsere Leute stehen treu zu unserem Parlament, zu unserem Imperator. Und die Miliz kämpft so toll, dass wir jetzt sogar im Häuserkampf stehen. Und das alles noch leuchtend dunkelblau, also sieht so aus, als würde die feindliche Invasion fehlschlagen.
wieder mal so viele feindliche Schiffe im Landeanflug werden zerblastet, dass die Armee verloren geht. Yep, es tut sich überhaupt nichts. Unsere Verluste sind so lächerlich gering. Das, yep, da kommt die Meldung. Die Invasion wurde vernichtet. Das sind jetzt was, 3 oder 4 feindliche Invasionen, die fehlgeschlagen sind. Ich glaube, das müssen wir langsam mal zurückzahlen. Ah ja, und... Oh oh, eine Jägergarnison schieben wir mal schnell dazwischen, aber das rote Ausrufezeichen heißt, dass wir eigentlich mehr einsetzen, als wir brauchen. Hier zum Beispiel, das heißt, dass alles gebaut ist, was gebaut wurde. Schick mal das hinterher. Und ich setze mal lieber noch... Was bräuchten wir jetzt als dringendsten? Lieber mal einen Träger. Die sind nützlicher jetzt. Wir sind ohnehin kurz davor, eine Modernisierung durchzuführen. Lieber eine Jägergarnison. Da die auch mit dem modernsten Zeug immer ausgestattet sind, kann man damit den Feind richtig wehtun. So, wir gehen jetzt mal zurück hier. Yep. Und gucken uns der Reihe nach unsere nicht KI-gesteuerten Planeten an. Da sehen wir dann immer schön sowas hier. Wo bedeutende Gebäude nicht gebaut wurden, weil die KI keine Befehle erhält. Ah, wir sind in die falsche Richtung marschiert. Ah, 5, hier wollten wir hin. Systemregierung sitzt, ist hier. Und in 2 Runden haben wir auch unseren imperialen Palast wiederhergestellt. Die höchste Ebene des Regierungssitzes. Ah ja, nee, der Name ist eigentlich in Ordnung. Wirklich nichts über. Das ging aber schnell. Nee, halt, hier. Mordan 6 ist noch von mir selbst kontrolliert. Das ist eher eine Langzeitinvestition hier. Nee, und da sind wir... Gut, jetzt haben wir alle Planeten durch. Können wir eigentlich bald umstellen. Weil ich immer nur die Top-Welten selbst kontrollieren will. Erweitertes Forschungslabor. Erhöht die Kapazität von Forschungszonen etwas. Gut, das ist alles schön und gut. Wie sieht seine Front aus? Die Flotte steht bereit. Naja, Transportflotten sind unterwegs in der nächsten Runde. Das wird übelst. Und wir müssen noch eine Runde durchhalten. Dann können wir hier endlich wieder die Invasion zurückschlagen. Die Front hier steht. Und das ist noch 5 Runden entfernt. Da tut sich jetzt hier wahrscheinlich nichts. Jetzt gucke ich mal lieber vorsichtshalber hier. Ja, oder? Das ist auch notwendig hier, Knilchoiden. Ninja 1. Ja, mal sehen, ob das klappt. Da bin ich aber bezweifelig, aber... Das ist schon mal gut, dass du daran denkst. Das denkst du auch gut. Ja, und hier nimmst du schon mal ab. Darlok nur 91%, weil natürlich nur Meckler da hinkommen. Weil Darlok werden von der KI auf diesem Weg per Einwanderung nicht verschickt zu einer Welt, wo sie nichts zu suchen haben. Nein, das macht nur die Flotten-KI. Ah. Ja, das macht Sinn. Das macht weniger Sinn. Andererseits, wenn wir den Ninja abgeschnitten haben, können wir es zumindest mal ausprobieren und gucken, wie viele Schiffe wir verlieren. Na, schon mal blödsinnig. Haben wir nicht irgendwo einen Planeten? Ah, ja. Aber wenn wir die Feigo uns schnappen, müssen wir die natürlich auch ernähren. Ich weiß nicht, ob es gerade gut wäre. Hier, diese Planeten sind alle gelb. Das ist nicht so gut. Und hier sind ein paar gute. Grün, ja. Da könnten wir Nahrungsmittel anbauen. Und warte mal, dieser große Planet da. Naja.
Besser als nichts. Kaskar, gelb und Durchschnitt. Und grün, grün gut für Bevölkerung und Industrie und so weiter. Ach ja, aber wir sind ja gerade so schön im Vorteil. Dann schicken wir mal Schiffe nach Kaskar und Misha. Genau, du fliegst nach Misha. Hey, Kujam, ist hier irgendwas Nützliches? Nee. Die Welten haben wir aussortiert. Tali. Ah, gelb 2 reich. Schauen wir mal. Lösche KI-Befehle, du fliegst nach Kaskar. Was war mit Nashira nochmal? Ah ja. Quasi nur, damit wir da Planeten im Weg haben. Lückenfüllung. Aber wir brauchen noch ein Schiff im Tali-System. Na gut, dann bist du offiziell zu schwachsinnig, um das geschickt zu werden. Du wirst natürlich... Ah, nee, das ist zu weit. Dann schicken wir dich nach Misha. Bist du kaum später. Da, und du wirst stattdessen nach Tali fliegen. Gut, das ist am optimalsten. Jetzt haben wir wieder haufenweise Kolonieschiffe unterwegs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sollte jetzt schon mal was helfen. Unsere Reserve füllt sich allmählich wieder mit Schiffen. Es sind nur 3 Kampfschiffe zurzeit. Naja, unsere Machteinstufung ist ziemlich weit unten gerade, weil wir nicht am laufenden Meter Kriegsschiffe produzieren, sondern auch ab und zu uns noch ausbreiten. Aber wir kontrollieren zurzeit immerhin noch 16 Planeten. Und die auch. Und 22. Allerdings ist einer davon unser Planet, den holen wir uns zurück. Aber sonst passiert nichts mehr. Dann springen wir jetzt mal weiter und ich nehme mal die mach mal weiter, wenn sobald wieder was Interessantes passiert. Und hier ist wieder was Interessantes, ein potenzieller Kampf. Wenn wir schnell genug reagieren. Aber setzt euch endlich in Bewegung, Mann. Na, jetzt haben sie den Befehl endlich kapiert. Aber leider zu spät, das Blinken bedeutet, dass das Schiffchen hier gleich in den Hyperraum springt. Und da war es auch schon zu spät und damit haben wir den Kampf automatisch gewonnen. Ah, Sieg. Na, darüber kann ich mich nicht freuen. Und hier wieder einmal Armee gegen Armee. Ja, bleibt schön flexibel. Ah ja, schauen wir uns mal das Endergebnis an. Typisch, wieder totale Niederlage für die Menschheit. Ha, diese faschistische Planetenunion, ha, Föderation. Ha, wir wissen's. Wir wissen die Wahrheit, nicht wahr? Unsere konstitutionelle Monarchie ist viel demokratischer. Und unsere KIs sind natürlich fleischlichen Menschen viel überlegener. Das ist der Beweis dafür. Wir haben die Armee praktisch vernichtet, bloß indem wir sie angeguckt haben. Nicht mal ein einzelner unserer Milizionäre ist tot umgefallen. Aber die Menschen wurden alle abgeschlachtet. Gnadenlos. Abgesehen von denen, die sich ergeben haben. Die werden natürlich ordentlich behandelt. Ja, ja. Ein Angriff auf jetzt zurückgeschlagen. Wir haben Cetagruis immer noch verteidigt. Und eine neue Sternstraße hat sich zwischen zwei Systemen gemeldet, die wir noch gar nicht kennen. Und wir haben Diplomatie, die wir uns kümmern müssen. Okay. Mangels Alternativen bauen wir noch mal ein paar Begleitschiffchen. In der nächsten Runde ist unser Regierungssitz wieder da. Sonst nicht viel. Ah ja, einer unserer automatisierten Fabriken. Ah ja, klar. Das ist typisch. Das waren bestimmt die Menschen. Das war einer dieser Beans-Agenten wieder hier. Zyklus 108. Neuer Terrorangriff. Wir müssen dem Terror mal ein Ende setzen hier. Aber es ist schon zu spät. In der nächsten Runde werden wir die Front hier sichern. Dann sehen wir auch endlich mal einen unserer Träger im Einsatz. Ja, die hier sind ja noch eine Weile unterwegs. Ich versuche mal die feindlichen Schiffe bei C-File zu erwischen und leite die mal gleich weiter. Na, wenigstens geben die Ras da unten noch Ruhe. Wahrscheinlich, weil das nicht deren Heimatwelten sind, das nehme ich mal an, sondern irgendeine Grenzwelt.
und die haben anderswo Probleme. Aber wir kämpfen uns mal jetzt hier langsam durch und schmeißen diese Idioten von unseren Welten. Hey, was habt ihr denn jetzt zu sagen? Naja. Bla bla bla, wir verachten euch. Unsere Handelsaktionen werden zu einem Embargo ausgeweitet. Oh ja, wow, ey, also gut. Ich kann nur wieder darauf hinweisen, unser Handel ist die ganze Zeit auf Null gewesen. Ist ja schön, na gut. Ja, Embargo, jetzt können wir auch mit anderen weniger handeln. Ah ja, toll, immer mehr Handelssanktionen, oh toll, wir können weder exportieren noch importieren. Immer größeres Problem. Schade nur, dass unsere Import-Exporte alle schön auf Null sind in dieser Phase des Spiels. Also ignorieren wir diese trotteligen Menschen, die regen sich nur auf, weil eine ihrer Armeen von unseren tapferen Milizionären zerblastert wurde. Das war's eigentlich. Alle Seiten haben schön viele Schiffe. Wir können uns das hier sogar angucken. Flottenverhältnis, 26 bei uns, 26 bei denen und 31 bei denen. Also stehen wir eigentlich gar nicht so schlecht da. Auch wie süß. Die Föderation wünscht eigentlich, die wollen eigentlich aufgeben. Sie sind zwar angewidert von uns und stehen mit uns im Krieg, aber sie wünschen Kapitulation. Das heißt, wir müssen nur eine richtige, ihnen nur eine richtige Niederlage beibringen, dann ist der Krieg hier auch schon wieder zu Ende. Die Paitianer sind von uns auch angewidert. Aber eigentlich ist es ihnen wurscht, ob wir Krieg führen oder nicht. Naja, wir bleiben mal bei Frieden durch Stärke, zumindest bis diese Reihe an Kriegen zu Ende ist. Nur weil wir es können. Nach dem Motto, ha, wir können im Frieden bleiben. Wir können immer im Frieden bleiben und trotzdem Kriegsschiffe bauen und euch entgegenschicken. Wir sind einfach besser. Das ist der Vorteil der Monarchie, gemischt mit Demokratie. Die konstitutionelle Monarchie schlägt alles. Zumindest wenn man einen gewieften Imperator hat und ein gewieftes Parlament und ein gutes robotisches Volk. Na gut, jetzt schlagen wir euch mal zurück. Jetzt sind unsere Träger im Einsatz. Na, oh, zu spät. Na gut. Dann müsst ihr eben da. Hier, da ist die feindliche Flotte. Jetzt greift mal an. Und da löst sich die feindliche... ja, da seht ihr das, nicht wahr? Oh ja, die Pfleger, die haben zugeschlagen. Das ist... Da wächst gleich nichts mehr. Und da kommen jetzt auch die Jäger von unserem Planeten und geben ihnen den Rest. Das ist das Problem, nicht wahr? Unsere Flotte hat sich ausgerechnet dort postiert, wo... Wir jetzt hier auch auf dem Boden. Ach, zu spät. Jetzt kann ich nichts mehr machen, weil wir schon gewonnen haben. Ja, unsere Jäger, Leute. Unsere Jäger. Totaler Sieg. 0% Verluste. Und jetzt habt ihr eine gute Demonstration gehabt, was Träger anrichten können. Der Feind konnte nicht mal auf Schussentfernung kommen. Ah ja, aber Terroristen. Terroristen kann der Feind immer einsetzen. Jetzt sind hier nur 86% Dalok, weil immer mehr von unseren Meckler sich dort niederlassen. Bald können wir auch planetare Schildgeneratoren bauen. Und wir können jetzt auch endlich den Gravitonenfeldschirm erforschen. Sage ich euch mal beim nächsten Mal, was das ist. Jetzt freuen wir uns endlich mal, dass hier die Front gesichert ist. Die Front ist gesichert. Die ist gesichert. Oh ja, und da krebst unsere Einheit sich vorwärts. Wie lange sieht's denn hier aus? Pi, Befähiger, Sephir. Das ist da oben, nicht wahr? Ah, Gott sei Dank, Mobilisierungszentrum. Das ist überall schon in der Pipeline. Wir müssen halt nur warten. Warten. Okay, gut. Wir haben ein halbes Dutzend Invasionen zurückgeschlagen. Und eine wirklich abscheuliche Zahl an feindlichen Kriegsschiffen vernichtet, aber auch gleichzeitig einen Planeten verloren. Aber eine unserer Flotten, eine furchtbare Trägerflottille, 4 Schiffchen, 3 Träger und ein kleines Erkundungsschiffchen vorne dran, ist auf dem Weg, um C-Fight zu blockieren
Und bis das Schiff da angekommen ist, haben wir dann auch hoffentlich irgendwo hier in dem Bereich ein weiteres Mobilisierungszentrum, damit wir Bodentruppen schicken können. Die Fire Beans Welt ist jetzt hier abgeschnitten. Die ist anscheinend auch zu unterentwickelt. Und hier kommt keiner unserer beiden Feinde vorbei. Und hier auch nicht. Also denke ich, naja gut, die hier geben auch zurzeit noch Ruhe. Sieht also eigentlich ganz gut aus. Wir bauen noch neben unseren Kriegsschiffen haufenweise Kolonistenraumschiffe, sodass wir uns weiter ausbreiten können. Und wie ich gerade sehe, in 3 Runden können wir zumindest an dieser Front hier direkt Schiffe postieren. Damit aus unseren Reserven zur Not Schiffe herausholen. Und Zeta Grüe ist auch an den anderen Kriegsgebieten viel näher dran. Sieht also alles gut aus. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist ein bisschen Zeit. Wir haben einen galaktischen Zyklus 109,5, Runde 73. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Schluss hier. Und beim nächsten Mal, und ich beende diese fast zweistündige Aufnahmesession hier. Das sind auch schon wieder eine ganze Reihe Videos, die ich daraus zusammenschneiden kann jetzt. Und beim nächsten Mal wird unser Maschinenimperium zurückschlagen. Das ist dann quasi die Episode, die ich das Imperium schlägt zurück nennen werde. Nein, nicht wirklich, ich weiß, das wäre schrecklich. So gut, dann bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Der White Doctor meldet sich ab.